Trainingsabend am 14.01.2003 in der Turnhalle Kleinstraße mit Publikum bzw. Eltern. Miguel Becker und Wilhelm Steinbach beim Sparring. Sandra Rowold und Michele Becker Sparring. Am Sandsack Luischen Schneider. Luischen Schneider und Wilhelm Steinbach am Sandsack. Sahakta Aksu gibt wertvolle Tipps. Aksu war Bundesliga-Boxer. Franz Stahlschmidt überreicht Cevdet Gazi eine Urkunde für den erfolgreichsten Boxer 2002. Cevdet Gazi mit der Urkunde vor der Trainingstruppe. Am Samstag Oliver Wilfried Stör und Rolf Neitemeier. Andreas Zurek und Helmut Seidel. Norbert von Keitz und Dirk Schleitzer. Oliver Kentrath hält die Matte, damit die Boxer draufhauen können. Traineranwärter Andreas Zurek mit den Senioren. Daniel Bartsch mit der Jugend. Training im Leistungszentrum. Miguel Becker wird von der ersten weiblichen Trainerin in NRW betreut. Links Miguel Becker vom Sportclub Essen gegen Ben Akscha, VfB Dinslaken-Lohberg. Die Trainerin Ines Rosche vom Sportclub Vogelheim. Warten auf das Urteil. Sieger nach Punkten wurde Ben Akscha. NABV Meisterschaftsfinale am 5.07.2003 in Hilden. Franz Stahlschmidt und Ismet Bozan in der Ecke. Ismet Bozan, Sportclub Essen, Box gegen Markus Tomala Garat. Der Ringrichter ist Erich Dreke. Sieger nach Punkten und damit NABV-Meister 2003 wurde Markus Tomala. Ismet Bozan wurde NABV-Vizemeister.